Im Oktober 2015 besuche ich die dänische Nordseeinsel Fanø erstmals zur herbstlichen Jahreszeit, um einer meiner Lieblingssportarten, nämlich dem Strandsegeln, zu frönen. Und das geht auf Fanø besonders gut, auch wenn in diesem Herbst der Wind nicht so langatmig ist, wie ich erwartet hatte. Dass an der eigentlich so stürmischen Nordsee im Herbst 2015 auch viele Tage mit Flaute anzutreffen sind, das stört mich eigentlich gar nicht, denn ich habe mein Mountainbike und meine beiden Laufhunde Luzi und Fly dabei und düse immer wieder mit diesem Gespann durch den wunderbaren Dünenwald, durch die wunderbaren Dünenlandschaften der Insel Fanø im Hinterland, besonders im Süden der Insel. Was ich hier gerade betreibe, um zum Strandsegelstrand zu kommen, das ist seit 2015 auf der Insel Fanø leider verboten, nämlich einen Strandsegler an die Anhängerkupplung des Autos zu hängen. Aber ich habe leider keine andere Möglichkeit und muss dieses Verbot umgehen. In diesen herbstlichen Tagen auf der Insel Fanø lerne ich meinen bisherigen YouTube-Freund Frank näher kennen. Frank lebt schon viele, viele Jahre auf der Insel Fanø, arbeitet dort
und führt mich heute zu einem Freund aufs Festland, nämlich zu Kent Olsen und seinem fantastischen Paradies. Ich bin tief beeindruckt und freue mich jetzt auch gerade wieder, diese herrlichen Bilder hier zu sehen. Kent Olsens Paradies ist ein unheimlich schönes Kunstwerk. Entstanden aus seinem Kopf, entstanden mit seinen Händen. Mutterseelen allein hat er das in 30 Jahren hier aufgebaut. Und ich bin immer wieder tief beeindruckt über seine unglaubliche Kreativität. Im Textkommentar dieses Fotoclips findest du den Link zu Olsens Website. Zwar müssen auf der Insel Fanö im Sommer von April bis September die Hunde am Strand angeleint sein, aber ansonsten ist die Insel schon sehr hundefreundlich, weil es dort auch einen eingezäunten Hundewald gibt und insgesamt die Landschaft so weitläufig ist, dass man seinen Hund auch ab und zu mal ungeleint durch die Gegend laufen lassen kann. Die dänische Insel Fanö ist ein wunderbares Natursportparadies und eine Insel für Aktivurlaub. Neben weitläufigen Strandwanderungen und Fahrradtouren sind natürlich Wassersportarten aller Art möglich, besonders Windsportarten, sei es Strandsegeln, Kitebuggyfahren, Windsurfen oder Wassersurfen, Wasserkiten. Besonders beeindruckend für mich ist auch die Stille in den weitläufigen Dünenlandschaften des Südens, wo man stundenlang mutterseelenallein rumwandern kann.
Auf der Insel Farnö gibt es noch jede Menge alte, historische Kapitänshäuser, Häuser aus dem 18., 19. Jahrhundert, die unter anderem von meinem Freund Frank dort in Schuss gehalten werden, restauriert werden, renoviert werden, mit alten Methoden, mit alten Leinfarben, gemäß den dänischen Denkmalbestimmungen, denn all diese Häuser stehen schon länger unter Denkmalschutz. Diese wunderschönen Häuschen zu besitzen und im Sommer zu nutzen, ist also keineswegs eine billige Angelegenheit. Die Insel Farnö befindet sich nun in meiner Liste der Orte, die ich immer wieder mal besuchen werde.